Trotz schwacher Vorgaben startet der DAX heute zunächst einmal mit leichtem Schwung in den Handel, nimmt die nächste Hürde von 11.600 Punkten, kann das Niveau aber nicht halten. Insofern ein ähnliches Bild wie beim großen Bruder beim Dow Jones. Auch hier sind wir wieder einmal gescheitert an den 20.000 Punkten. Das hat so ein bisschen zur Enttäuschung gesorgt. Rote Vorzeichen aus Amerika, rot auch die Vorzeichen beim Nikkei in Japan. Der startet also mit Verlusten in seine verkürzte Handelswoche. Irgendwie hat man den Eindruck, die Anleger warten ab auf die Pressekonferenz des zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump und die findet erst morgen statt. Und in diesem Zusammenhang klettert der Euro zum US-Dollar auf über 1,06. Und jetzt schauen wir mal auf die wichtigsten Themen des Tages und da haben wir zunächst einmal den Internetpionier Yahoo. Der will sich nämlich nach dem geplanten Verkauf seines Webgeschäfts umbenennen. Der neue Name dann Altaba. Altaba soll dann bestehen, vor allem aus der Beteiligung an dem chinesischen Internetkonzern Alibaba und an Yahoo Japan. Und die Chefin Marissa Mayer ist ein bisschen glücklos. Sie wird den Verwaltungsrat verlassen. Es war ihr nicht gelungen, Yahoo in die Erfolgsspur zurückzubringen. Der Handelsriese Metro tritt im wichtigen Weihnachtsgeschäft auf der Stelle. Der Umsatz mit Real, Cash & Carry und Media Saturn geht leicht zurück von 17,1 Milliarden auf 17 Milliarden. Belastet haben Schließungen eben bei Real und auch der Verkauf des Großhandelsgeschäfts mit Cash & Carry in Vietnam. Aber das Positive an der Prognose für das Gesamtjahr, wir haben ja jetzt das erste Quartal erst betrachtet, an der Prognose für das Gesamtjahr hält Metro in das fest. Das heißt, geplant ist eine leichte Steigerung bei Umsatz und bei Ergebnis. Und noch kurz der Blick in die Schweiz, denn der Schweizer Bauchemiekonzern Sika hat 2016 einen Rekordumsatz eingefahren und das, obwohl man sich in einem Übernahmestreit befindet. Der Umsatz klettert um knapp 6% auf 5,75 Milliarden Schweizer Franken. Rund lief es vor allem in Nordamerika. Ja, noch ganz kurz hier diese Übernahmestreit. Sika befindet sich seit Ende 2014 im Streit gegen die Übernahme, wehrt sich gegen die Übernahme durch den französischen Rivalen Saint-Gobain. Jetzt noch kurz die Zahlen des Tages. Wie gesagt, der DAX startet freundlich mit einem leichten Plus von 0,2%, kann das Niveau aber nicht halten. Wir haben schon leicht rote Vorzeichen gesehen nach der ersten halben Stunde. Der Dow Jones gestern mit relativ deutlich roten Vorzeichen aus dem Handel gegangen. Freundliches hören wir vom Euro und vom Gold. Und unser Börse Stuttgart TV Programmtipp beschäftigt sich mit dem Thema USA, genauer gesagt mit dem Dow Jones. Die Berichtssaison in den USA ist voraus und reicht das schon, um den Dow über die magischen 20.000 Punkte zu heben? Unser Gast ist Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer.